Der Donnerstag bei GamesTV 24 beginnt mit einer Verschiebung. Einer sehr traurigen Verschiebung, die auch mich persönlich sehr betrifft, muss ich sagen. Betroffen macht, ja. Betreffen nicht so sehr. Warum denn? Naughty Dog hat bekannt gegeben, dass Uncharted 4, wo, ja, glaube ich, ohnehin sich nicht jeder so sicher war, ob das wirklich noch dieses Jahr kommt oder nicht. Jetzt weiß man, es kommt definitiv nicht mehr dieses Jahr. Die beiden hauptverantwortlichen Entwickler haben sich zu Wort gemeldet im PlayStation-Blog und gesagt, damit es wirklich so toll wird, wie es die Serie verdient hat und wie wir das bei Naughty Dog ja immer wollen, ist da noch ein bisschen mehr Feinschliff nötig, also ziemlich allem, also am Spieltempo, am Flow, wie man immer so schön sagt, an der Story und an dem ganzen Gameplay auch. Und deshalb wird es jetzt erst Frühjahr 2016. Ja, ist schade, aber andererseits, wenn das Spiel dadurch besser wird, mein Gott, ja, dann wartet man halt noch ein bisschen. Du gehörst sicherlich auch zu den Menschen, die diese 15 Minuten Gameplay gesehen haben, die es da vor kurzem noch gab. Was sagst du bis jetzt so? Sehr gut, das ist ja das Problem, was ja Uncharted, also im dritten natürlich schon lange nicht mehr so wie im ersten, wo ich das sehr extrem fand, aber diese Schießereisequenzen, die waren ja immer extremst linear. Ja, ja. Und der dritte sah jetzt mal tatsächlich so aus, dass sie sich da ein bisschen was vom letzten Tomb Raider vielleicht abgeguckt haben, dass das so ein bisschen offener ist, man sich auch ein bisschen einfach mehr Freiheiten hat, sich zu überlegen, wie man das angeht. Insofern fand ich das sehr, sehr vielversprechend. Genau. Wenn es dann am Ende ein gutes Spiel wird, und die Uncharted-Reihe ist ja eigentlich bekannt dafür, dass das sehr, 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 sehr gute Spiele sind, dann alles klar, warten wir noch ein bisschen länger. Frühjahr 2016 freuen wir uns dann auf Uncharted 4 hoffentlich. Aber Uncharted-Fans sind nicht die einzigen, die länger warten müssen. Denn wir haben das auch schon mehrmals gesagt in dieser Sendung. Ich glaube ja. Ich glaube schon. Project Cars verschiebt sich ein weiteres Mal. Hätte ja jetzt eigentlich Anfang April kommen sollen. Jetzt wird es so Mitte Mai. So einen richtig konkreten Termin gibt es noch nicht. Ja, das Spiel sei ja zu 99% fertig. Komma 9 sogar. Komma 9. Aber das soll natürlich dann wirklich zu 100% perfekt und gepoliert und also wie so ein Auto frisch aus der Polierwerkstatt soll es dann werden. Und deswegen brauchen die Entwickler noch ein wenig mehr Zeit und die nehmen sie sich deswegen nicht Anfang April, sondern erst Mitte Mai. Ja, gilt grundsätzlich, glaube ich, das Gleiche. Wenn es dem Spiel tatsächlich zugutekommt und am Project Cast sind ja auch, glaube ich, relativ viele hohe Erwartungen gestellt, dann sollen sie sich die Zeit halt nehmen. Ja. Hauptsache, das Spiel wird gut. Aber Verschiebungen in der Spielebranche, die gehören ja eigentlich immer dazu. So wie der Teufel zum Weihwasser. Also es ist halt einfach ständig so. Jetzt GTA hat ja auch auf dem PC immer mal wieder so, ha, jetzt brauchen wir ja noch hier. Nicht mehr drüber sprechen, dann wird es nicht mehr verschoben. Hoffentlich wird es nicht mehr verschoben und so. Aber deswegen könnt ihr eigentlich fast immer davon ausgehen, dass der erste Termin bei so einem AAA-Titel fast immer falsch ist. Also wird meistens verschoben. Ja, eine weitere Ankündigung, auf die Spieler bis heute noch warten, ist ja etwas, das bei der ersten Vorstellung der PlayStation 4 schon zu hören war. Nämlich, dass es da die Möglichkeit geben soll, Spiele mehr oder weniger jederzeit zu unterbrechen und dann später wieder fortzusetzen, ohne dass die Konsole währenddessen ständig laufen muss, wenn es auf einmal an der Tür klingelt oder die Kinder schreien oder was auch immer. Das gab es bisher noch nicht, soll jetzt aber mit der nächsten Version der PlayStation 4 Firmware erscheinen. Da gab es ja die letzten Tage schon diverse Gerüchte zu. Jetzt hat Sony die offiziell vorgestellte, die Version 2.5.0 mit dem Arbeitstitel, dem Codenamen Yukimura. Ja. Ein kleines Problem gibt es dabei aber, ihr könnt nicht automatisch davon ausgehen, dass das mit jedem Spiel geht. Also, dass ihr einfach bei jedem Spiel jetzt sagt, okay, jetzt stellen wir es mal in Ruhemodus und fangen direkt wieder da an, wo wir aufgehört haben. Nein, die Software muss das auch unterstützen. Allerdings heißt es heißt TMC, es heißt, dass das die meisten Spiele tatsächlich tun sollen. Ja, ist leider scheinbar kein Feature, das rein vom System einfach nur so funktioniert, sondern die Software muss auch unterstützen. Funktioniert dann aber so, wie man es sich immer erwartet hätte. Man schaltet die PlayStation 4 dann einfach in den Ruhemodus, wo ja derzeit dann auch laufende Spiele beendet werden. Die werden dann eben nicht mehr beendet. Und wenn man dann die PlayStation wieder anmacht, aus dem Ruhemodus soll man im Spiel, sofern es denn unterstützt wird, das Feature von diesem Spiel, dann wieder da sein, wo man ausgestiegen ist. Ja, ein paar weitere Features gibt es immer noch, gibt es zusätzlich natürlich mit diesem Update. Zum einen Remote Play und SharePlay unterstützen jetzt 60 FPS. Man kennt das ja so, wenn man mal ein Spiel vielleicht sich ausleiht beim Kumpel oder so und das mal antestet und dann irgendwie nach 5 Minuten feststellt, oh, das ist ja gar nichts. Für mich, dann wird es trotzdem ja gespeichert in dieser Liste, ne, wo eure Trophäen auch drin sind und wo die Spiele drin sind. Und da sammeln sich dann auch ein paar Sachen an, wo halt ein paar Spiele an, ein paar Einträge an, wo halt 0% da steht.
Und diesen kleinen Schönheitsfehler, den kann man jetzt einfach löschen mit diesem Update. Also man kann einfach sagen, nee, das möchte ich nicht mehr in der Liste haben. Genau, Ist Spiele, weg. wo es keinen Fortschritt gibt, kann man aus der Trophäenliste löschen. Ist was relativ Kleines, aber ich glaube, da freuen sich tatsächlich viele Leute Schon, rüber, ja. weil, also wenn man sich die Liste öfter mal anguckt und vielleicht noch so ein bisschen so eine sympathische Form von OCD hat, dann nervt das ja schon so ein bisschen, Ja, die genau, Sammlung. ja. Die kann man Ja. dann da rauswerfen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Tastenbelegung der Controller anzupassen. Also insgesamt ein relativ cooles Firmware-Update. Hat derzeit noch keinen genauen Termin. So in den nächsten Wochen irgendwann kann wohl sein, dass es noch April wird, aber nicht mehr allzu lange hin. Ich hoffe auch, also man möge mir die Unkenrufe jetzt verzeihen, aber bei Updates bei Sony und PlayStation ist ja in der Vergangenheit schon mal vorgekommen, dass da was schief ging. Und dass man dann Vielleicht. einen Hotfix hinterhergeschoben hat und so. Ja. Deswegen, ich hoffe mal, dadurch, dass es ja auch recht viel ändert, dass auch tief ins System eingreift natürlich, hoffen wir mal, dass da alles rund läuft und dass sie das auch ausführlich testen vorher, bevor sie es online stellen und dass nicht der Kunde der Tester ist. Wollen wir es hoffen? Im Zweifelsfall nicht gleich in der ersten Sekunde runterladen, Nee, sondern nee, vielleicht vielleicht ein bisschen einen Tag vielleicht warten oder abwarten. so und dann geht's weiter. Neue Informationen und einen neuen Trailer gab es im Rahmen der GDC zu Terraria Otherworld, das ja im Anfang des Jahres schon mal so angeteasert wurde. Gibt jetzt ein paar neue Informationen, wie das ungefähr laufen soll. Das ist ja dieser Mix aus Terraria Sandbox, wo ein bisschen mehr Story rein soll. Es geht ja darum, dass man auf einer ganz speziellen Welt spielt, die korrumpiert wurde. Und man da sie wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzen soll. Und da haben die Entwickler jetzt ein bisschen was zu verraten, wie das ablaufen soll. Also es gibt tatsächlich eine Story oder beziehungsweise eher kleinere Story-Elemente, die dann immer mit einem ganz bestimmten Gameplay-Ziel auch verknüpft sind. Die wird dann aber nicht aufgezwungen. Also wenn man jetzt so ein Ziel bekommt, heißt das nicht, man muss jetzt das machen und darf nichts anderes tun, sondern man kann sich Sandbox-typisch auch mit tausend anderen Dingen beschäftigen, bis man das irgendwann mal macht. Aber das sind halt so Story-Elemente, die durch die Handlung führen und eben dieses Ja, wieder bereinigen dieser Welt erzählen und die auch ein bisschen zufällig aneinandergereiht sind. Das heißt, es ist nicht bei jedem Playthrough, den man macht, tatsächlich genau die gleiche Story. Genau, und außerdem sollen halt die Nichtspielercharaktere, also die NPCs, sollen etwas mehr sein als einfach nur Händler. Also die sollen auch ein bisschen mehr zur Handlung sicherlich beitragen können. Dann gibt es noch ein bisschen Infos so zu den Charakterfähigkeiten. Die sollen sich je nach Nutzung verbessern. Also das kennt man ja, je öfter man halt irgendeine Funktion ausführt, dann desto besser wird die. Ja, ich glaube, ein genanntes Beispiel war, wer viel ein Schwert benutzt, Schwert, der kann ja, das Schwert halt genau. irgendwann dann schneller ziehen als Charaktere, die das nicht tun. Das sind halt so ein bisschen so die Rollenspielanleihen, die da jetzt in Otherworld reinkommen sollen. Und was drin sein soll, ist ein Schuss Tower Defense, weil die Aufgabe ist es ja sozusagen, die Welt zu säubern, ja, das klingt aber martialisch, die Welt zu säubern von Terraria. Und man kann halt das natürlich nicht überall gleichzeitig tun. Deswegen kommt eine Art Tower Defense Element ins Spiel, um Gebiete zu verteidigen, um die man sich jetzt direkt in Persona kümmern kann. Ja, Also soll ein bisschen noch gespannt. 2015 erscheinen, wohlgemerkt nicht als Early Access zuerst, sondern einfach direkt, wenn es fertig ist. Für PC und Mac, sehr wahrscheinlich auch für PlayStation 4 und Xbox One, wobei das auch noch nicht hundertprozentig bestätigt ist. Und eine Veröffentlichung für Mobilplattformen ist nicht ausgeschlossen, aber auch derzeit, so wie es klingt, noch weit davon entfernt, angekündigt zu sein. Also, mal gucken. Wir warten ab. Richtig. So, zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar News, ein paar Schnellnews in der Übersicht und es geht los mit Titanfall, heißt es, glaube ich, ne? Ja, der eine oder andere hat es vielleicht schon wieder vergessen. Das ist ja Entschuldigung. etwas schnell in der Versenkung wieder Ja, verschwunden. genau. Aber derzeit gibt es jetzt vielleicht wieder den guten Grund, da mal wieder reinzugucken, wenn man es länger liegen gelassen hat. Das feiert nämlich ein Jahr Geburtstag und deshalb gibt es die ganzen Map Packs, drei Stück sind es, glaube ich. Also jedenfalls die Map Packs, die nachkamen, gibt es derzeit kostenlos und zwar auf allen Systemen. Also Xbox 360, Xbox One und PC. Also man muss das Spiel natürlich haben, aber wer da Titanfall hat und sich diese DLC Map Packs nie gekauft hat, der bekommt die jetzt Lohnt gerade sich jetzt. gratis. Also Also warum nicht mitnehmen? einfach mal reingucken. Ja. Richtig viel Platz auf der Festplatte braucht man offensichtlich für Star Citizen von Chris Roberts, denn da gibt es jetzt Infos zur Größe des Clients, wenn es denn mal fertig Oder ist. Spekulationen zum, also es gab im offiziellen Forum, haben sich halt Spieler der aktuellen Versionen oder Fans drüber unterhalten, wie groß denn wohl der Client irgendwann mal wird und wie das so mit der Patchgrößen ist, weil das wohl derzeit noch ein bisschen unelegant ist. Und dann hat sich ein Entwickler zu Wort gemeldet und auf die Schätzung eines Spielers, dass der finale Client bestimmt so 30 oder 40 Gigabyte hat, gesagt, nee, denkste, wahrscheinlich eher so 100. Ja. Ja,
Also, wer Star Citizen spielen möchte, vielleicht jetzt schon mal gucken, ob genug Platz da ist oder nicht nur viel Geld auf Schiffe werfen, sondern möglicherweise auch nochmal eine neue Festplatte kaufen. Ja, also kann man ja direkt machen, wenn man für Star Citizen sich auch gleich mal eine neue Grafikkarte kaufen möchte, wenn Ja. man in 4K sich das Ganze anschauen möchte oder so weiter, dann ist es natürlich eh Wahrscheinlich fällig. ist der Festplattenplatz das geringstere, der geringste Der Kostenpunkt geringste bei Punkt, diesem aber Spiel. trotzdem Aber 100 Gigabyte sind mal eine Ansage. Also im es erscheinen ja auch noch andere Spiele und ich meine, unter 40 Gigabyte läuft ja kaum noch was, eigentlich von den großen AAA-Spielen. Bei Indie-Spielen mag das natürlich nicht so sein, aber bei den großen Spielen, und jetzt kommt da nochmal 100 Gigabyte dazu. Für Star Citizen, das ist schon nicht schlecht. Vor naja, allen Dingen das so. zu patchen, also mit dem jetzigen Patcher, weil ich kenne, ich habe ja Star Citizen spiele ich ja auch, jetzt die Module und so weiter, und dieser Patcher ist halt des Teufels. Ja, da Also soll sich was tun noch. ja, Der der, also soll nicht so bleiben. das dauert halt, selbst mit einer SSD, wenn man das Spiel auf eine SSD installiert, wo es ja eigentlich schnell gehen sollte, wartet man sich da also ewig, bis der da mal durchgerödelt ist. Ja, ich glaube, Furchtbar. das war so ein Punkt, weshalb dieser Ja. Beitrag oder dieser Forum-Thread Genau. auch in Gang kam. Aber jedenfalls, das ist möglicherweise 100 Gigabyte groß. Für PlayStation Plus Mitglieder gibt es auch was Spannendes derzeit. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Ankündigung, dass Sony für PlayStation an einer Serie arbeitet oder eine Serie mitfinanziert, unter anderem für Sony PlayStation. Powers heißt die, ist jetzt am 11. März in Amerika gestartet und läuft parallel jetzt eben auch im Sony PSN für PlayStation Plus Mitglieder. Die bekommen das kostenlos. Die ersten drei Folgen gibt es jetzt zum Start. Die erste Staffel hat 10 und die nachfolgenden Folgen kommen dann immer dienstags. Kann man sich auch bei Sky Go angucken, wenn man das möchte. Aber, also wie gesagt, wer PlayStation Plus Mitglied ist, kann die jetzt auch kostenlos über die PlayStation gucken. Powers ist eine Serie, da geht es um Mordkommissare, die Mordfälle aufklären, Aber in jetzt kommt's. denen Jetzt kommt's. Superkräfte eine Rolle Oh, spielen, ja. von Superhelden, Genau. die allerdings gar nicht so heldenhaft sind. Nein. Das ist nämlich eine Welt, es ist wohl auch eine Comic-Umsetzung, ich kenne die Vorlage jetzt leider nicht, aber es ist wohl eine Welt, wo Menschen mit Superkräften diese Kräfte, also wohl keiner von denen, die für was Gutes benutzt, sondern nur für, im besten Fall für ein bisschen Unfug, im schlimmsten Fall für Chaos und Verbrechen. Furchtbar schlimm. Müssen wir mal reinschauen, ob die beiden Mordkommissare schaffen, ja, diese Fälle aufzuklären, nicht wahr? Kann man sich jetzt angucken. Wie gesagt, die ersten drei Folgen geht's immer wochenweise, dann dienstags die nächsten. Das war's für heute. Morgen am Freitag, dem 13., sehen wir uns für die letzten News dieser Woche. Zumindest für die Daily News, die Weekly News, dann natürlich wie gewohnt am Sonntag. Bis morgen wünsche ich euch das Beste und viel Spaß beim Spielen. Ciao.